Immer mehr Menschen kaufen sich anstatt einer Kamera ein Handy. Doch ist das wirklich die richtige Entscheidung? Diese Frage habe ich mir gestellt und habe deshalb die Panasonic Lumix G70 mit dem iPhone SE verglichen. Und wie sich diese beiden Geräte geschlagen haben, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Zunächst einmal sollte jedem klar sein, dass eine Kamera ist und auch fast nur fotografieren kann. Ein Smartphone hingegen ist zwar auch auf das Aufnehmen von Fotos und Videos spezialisiert worden, jedoch ist es auch in der Lage, ganz viele andere Dinge zu erledigen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Datenblatt. Das iPhone SE hat eine Offenblende von f1.4, die sich im Porträtmodus bis zu einer Blende von f16 verstellen lässt. Die G70 hingegen sieht mit dem Kit-Objektiv mit einer Sicht nach dem Zoom verstellenden Offenblende von f3.5 bis f5.6 sehr alt aus. Das bedeutet, dass das Bild, wenn man vorher auf einer Blende von f3.5 war, das Bild, wenn man heranzoomt, dunkler und weniger unscharf im Hintergrund wird. Die Panasonic Lumix G70 hat 16 Megapixel und das ist schon nicht viel, da wirken die 12 Megapixel aus dem iPhone SE winzig gegen. Doch das trifft auch wirklich nur auf dem Datenblatt zu, denn in der Realität wirken die Bilder aus dem iPhone SE sogar etwas schärfer. Das liegt daran, dass das Gerät durch den A13 Bionic Prozessor softwaretechnisch nochmal sehr viel aus dem Gerät herausholt und so auch einen, Apple nennt es, Porträtmodus ermöglicht. Dieser funktioniert ähnlich wie der des iPhone XR und erkennt ausschließlich Personen. Jedoch funktioniert er weder bei eurem Haustier noch bei Gegenständen. Aber wenn dann mal eine Person vor der Kamera sitzt, sieht der Porträtmodus meilenweit besser aus als der G70. Und wenn ihr in diesem Modus filmen wollt, könnt ihr gleich gehen. Die G70 hat das nicht ganz so gute Bokeh, jedoch funktioniert es in allen Lebenslagen. Aber wenn man ein anderes Objektiv vor die Kamera schrauben würde, hätte man auch ein besseres Bokeh. Wo eine Kamera aber einfach meilenweit vorne bleiben wird, ist in den Einstellmöglichkeiten. Denn mit den vielen Knöpfen an der G70 kann das iPhone SE nicht mithalten. Die neuen iPhones haben zwar eine deutlich bessere Kamera-App, sie ist aber immer noch weit von den Einstellmöglichkeiten einer Kamera entfernt. Dieser Punkt geht also ganz klar an die G70. Und da ist noch eine Sache, die ein Handy niemals so gut werden lässt wie eine Kamera. Die fehlende Auswahl an Objektiven. Und dadurch, dass die Panasonic Lumix G70 ein Objektiv am Bajonett hat, ist auch ein optischer Zoom möglich. Dieser reicht bei der G70 zwar nur von 14 bis 42 mm, aber hey, ist doch besser als nichts, oder? Wo das iPhone die Kamera aber dann doch wieder schlägt, ist der Videomodus. Denn das iPhone kann nicht nur mit einer mehr als doppelt so großen Framerate aufnehmen, sondern hat auch deutlich bessere Mikrofone und Lautsprecher. Das, was ich jetzt gerade sage, ist mit dem internen Mikrofon des iPhone SEs aufgenommen. Und das hier mit dem internen der G70. Doch obwohl die beiden Geräte in den verschiedenen Kategorien kaum unterschiedlicher sein könnte, verbindet sie eine Sache ganz stark. Das Endergebnis. Deshalb, wenn ihr euch überlegt, ein Handy oder eine Kamera für normales Alltagszeug wie Fotos und Videos machen und nicht gerade sehr viel Zeit in einen YouTube-Kanal, so wie ich, steckt, dann seid ihr wahrscheinlich mit einem Handy bestens beraten. Aber ich würde sagen, das war's dann auch wieder mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht es gut. Ciao!